Ja, meine lieben VR-Freunde, um dieses schöne Teil geht es heute. Und zwar habe ich mir das VR-Cover für die PSVR 2 geholt, beziehungsweise bestellt vor circa 1,5 Wochen. Ist jetzt gestern aus Thailand gekommen. Die werden anscheinend alle aus Thailand verschickt. Genau, und wir schauen uns das heute mal gemeinsam an, beziehungsweise packen es aus, gucken, was in diesem kleinen Päckchen ist, und damit starten wir jetzt gleich. Ja, da ist das schöne Stück. Sieht eigentlich recht stylisch aus, die Verpackung. Hat so ein, ja, so ein glänzendes Schwarz und in der Mitte hier noch so ein verchromtes VR-Cover-Logo. Sieht sehr wertig aus. Hier sind noch ein paar so Infos, dass es Schweiß absorbiert, die Hygiene verbessert. Easy to install, das sehen wir dann gleich. Und was haben wir noch? Comfortable on the skin, das ist auch wichtig. Genau, würde ich sagen, hole ich mal ein kleines Messer und machen wir das Ding doch auf. Gut, machen wir mal auf. Mehr ist es nicht. Ah ja, ich sitze jetzt gerade am Kopf. Ihr seht es richtig rum, aber das geht schon. Hier als Anfangsding haben wir so ein Instructions-Umschlägchen. Da wird wahrscheinlich so eine kleine Anleitung drin sein. Nehme ich mal an. Genau, das gucke ich mir dann danach an, bevor ich es drauf mache. Nehmen wir mal das Kuvertlein weg. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir, ah ja, das ist wahrscheinlich für die Front, da so eine Aussparung in der Mitte ist. Gehe ich mal von aus. Dann haben wir hier noch ein kleineres. Ja, das ist bestimmt für hinten, weil da haben wir hier für diese, so eine Aussparung für den Kabel, Schachtkabelkanal. Und hier haben wir noch so ein größeres Loch für das Einstellrädchen, nehme ich mal schwer an. Was haben wir noch? Genau, das ist das Strap. Damit verbindet man die zwei Bügel miteinander, dass eine bessere Stabilität gewährleistet wird, was ich so mitbekommen habe. Und hier haben wir noch so eine kleine Box. Krass. Was ist da drin? Oh, okay, nichts. Das ist anscheinend nur so ein kleiner Abstandshalter, der wohl im Endeffekt das alles ein bisschen separiert und ja, ein bisschen Halt gibt. Ja, ich reiße mal nochmal hier schön auf. Also fühlt sich schon mal echt sehr gut an, sehr wertig. Dann haben wir mal das vordere Teil, dann das hintere Teil und genau, hier dieses Strap zum Verbinden. Ansonsten haben wir noch die Verpackung natürlich. Und das war's schon, also mehr ist nicht drin. Und ja, war ein kurzes, knackiges Video. Einfach nur ein kleines Unboxing, dass ich da auch mal wieder was habe, weil, wie gesagt, recht viel habe ich in dem Bereich eigentlich nicht. Aber dieses Accessoire, dachte ich mir, muss ich mir gönnen, weil ich die PSVR 2 werksmäßig gar nicht so bequem finde. Sie drückt vorne in der Stirn relativ und hat auch nicht so viel Halt. Also hinten rutscht die mir immer hoch tatsächlich, wenn ich nach oben schaue. Ryzen ist mir das sehr oft aufgefallen, weil man da sehr viel klettert. Genau, und ich hoffe, das schafft Abhilfe. Wir werden sehen. Da sage ich euch dann noch mehr in den nächsten Videos, wie ich es denn so finde. Und ihr werdet mich dann öfters mit so einer grauen PSVR in Zukunft in den Videos sehen. Okay, Leute, das war's für das kurze Unboxing. Daumen nach oben. Wir sehen uns.